So, hier in meiner Hand hat er jetzt die neue 36er Performance Elite. Performance Elite war früher nur unseren OEM-Kunden vorbehalten, ist quasi eine leicht abgespeckte Version der Factory 36. Gibt es jetzt auch im Aftermarket. Ist ein Ticken günstiger als die Factory-Version. Was unterscheidet die Gabel? Das Kashima Code. Wir haben das Kashima Code eben weggenommen von der Gabel. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Prozess, ein sehr, sehr teurer Prozess, diese Beschichtung aufzubringen. Und die Innereien von dieser Gabel sind praktisch deckungsgleich mit der neuen 36 in Factory-Version. Allerdings, man sieht es eben dann in schwarz. Was kann diese Beschichtung? Sie ist schwarz. Sie hat keinen technischen Vorteil. Sie ist eigentlich dann eher ein Modestatement, kann man sagen. Aber eben ein Ticken günstiger ist das Ganze. Und ich kann trotzdem noch die gleichen Features nutzen, die was ich sonst von der Dämpfung her bei der Factory-Serie habe. So, hier in meiner Hand habe ich dann eine Spezial-Sonderserie, angelehnt an Richie Roots, fantastischen Erfolgen eben in EWS, jetzt in wunderschönem Orange. Also ihr könnt euch wirklich ein Teil an euer Bike schrauben und dann hoffentlich so schnell fahren als wieder Richie Root. Sonst, wir haben das Luftsystem jetzt bei der 36 ein bisschen neu konstruiert. Wir haben das bereits in der 32 und 34 in den letzten Jahren schon vorgestellt. Das Luftsystem hat den großen Vorteil, dass ich noch einmal weniger Reibung im Inneren produziere. Also es wird noch einmal feinfühliger. Und dann haben wir jetzt neu die Evol-Technologie integriert in diese Gabel ebenfalls. Evol kommt eigentlich aus unseren Dämpfern raus. Das ist ein gewisses Verhältnis zwischen der Positiv- und Negativkammer. Jetzt haben wir es eben auch geschafft, diese Technologie in eine Gabel zu integrieren. Was bedeutet das für euch, wenn ihr damit fährt? Es hat eine höhere Sensibilität, die Gabel. Im mittleren Bereich des Federwegs habt ihr dann ein bisschen mehr Gegendruck, also dieser Mid-Stroke-Support, wie man im Englischen sagt, der ist dann ein bisschen höher und auch die Progression zum Ende raus ist dann ebenfalls wieder ein Ticken höher. Das heißt, sie ist sensibler, rauscht aber nur nicht durch den mittleren Federweg durch und die Endprogression ist dann immer noch top, dass eben ihr dann kein Bottom-Out, also kein Durchschlag erleidet, wenn sie dann wirklich mal einen Fehler macht und eine sehr, sehr harte Landung dann passiert. Diese Sonderserie gibt es dann immer mit der RC2-Kartusche, also mit High- und Low-Speed-Verstellung und das sieht einfach geil aus. Ebenfalls eine Sonderversion der 36 haben wir hier die E-Bike Optimized. Wer schon mal E-Bike gefahren ist, der wird sehr wohl wissen, dass andere Belastungen beim Bremsen auftauchen, dass andere Belastungen beim Beschleunigen auftauchen und so weiter. Sehr wohl auch, dass das E-Bike natürlich andere Kräfte beim Lenken einleitet. Wo werden die Kräfte bei einer Gabel eingeleitet im Vergleich zum Rahmen? Das ist immer da heroben. Das ist quasi das, wo die ganzen Kräfte, sei es Lenken, Bremsen, Beschleunigung und so weiter, sich überlappen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einfach eine spezielle Gabel dafür, die eben genau hier an dieser Stelle wesentlich mehr Haltbarkeit, wesentlich mehr Steifigkeit einbringt, um dem E-Biker ein sehr, sehr ähnliches Gefühl wie am normalen Mountainbike zu geben, wenn es um Lenkpräzision und Verwindung und so weiter geht. Wie haben wir das geschafft? Ganz simpel, mehr Material. Wir haben ein wesentlich dickeres Schaftrohr hier. Diese kaltgeschmiedete Krone hier ist innen nicht hohl gefräst, als auch die Standrohre weisen im Radius 1 mm mehr Fleisch auf, also mehr Material, beziehungsweise im Durchmesser eben dann 2 mm. Um das Ganze nicht in eine komplette Orgie an neuen Teilen dann ausarten zu lassen, werkt im Inneren hier eine 34er Kartusche, drum eben dann auch 2 mm mehr Material im Durchmesser. Und hier auf der Seite der Luftfederung haben wir dann im Inneren eben dann einen Luftkolben aus der 34. Also man kann euch trotzdem dann der Händler, wenn er eben Gewichte, Dichtungssätze vor Ort hat und so weiter, auch sehr, sehr schnell beim Defekt oder eben beim Service dann helfen. Uns als Firma ist wichtig, dass ihr uns als Kunden erhalten bleibt. Und es kann nicht jeder jedes Jahr eine neue Federgabel kaufen, das ist uns absolut klar. Und deswegen bieten wir jetzt von uns auch das Fox Factory Tuning Programm an. Das heißt, ihr könnt eure ältere Federgabel, im Speziellen reden wir jetzt aktuell über die 36, entweder einen kleinen Schritt zu einem personifizierten Tuning machen oder gleich
den vollen Schritt quasi von der 2016er, 2017er 36 sogar zur 2018er machen. Ihr habt immer schon die Möglichkeit in der letzten Zeit durch Volumenspacer die ganze Luftfeder an euren Fahrstil und euren Fahrrad anzupassen. Wir gehen aber jetzt einen ganzen Schritt weiter. Wir gehen wirklich in die Technik rein, wir gehen wirklich in die Abstimmung der Kartusche rein. Wo macht es dann wirklich Sinn? Es macht dann Sinn zum Beispiel, wenn ich ein sehr, sehr leichter oder sehr, sehr schwerer Fahrer bin, wenn ich eher sehr sicherheitsbewusster Fahrer bin oder ein sehr, sehr schneller Fahrer bin, der sagt, ich will eben mehr Gegendruck produzieren. Und da sage ich, bitte nicht falsch verstehen, dass ich Fahrer sage, es gilt genauso für Fahrerinnen. Der Gabel an sich ist es komplett wurscht, welches Geschlecht obendrauf diese Gabel bewegt. Also das ausschlaggebende Sachen sind Geschwindigkeit, sind Gewicht. Das sind so die Physik quasi gibt vor, wo man hin will. Dann gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben da reinzugehen. Und wir gehen wirklich das komplette Programm, nicht nur Ölwechsel oder verbesserte Öle rein, sondern wirklich auch, wir arbeiten mit Shimstacks, also dieser Software quasi, diese Dämpfung bestimmt. Die wird dann auf den jeweiligen Menschen dann eben perfekt zugeschnitten. Wie funktioniert das Ganze dann? Am meisten Sinn macht das, wenn man hergeht und man macht es im Zuge eines Services. Dann ist die Gabel schon komplett zerlegt und dann kann ich hergehen und kann sagen, was könntet ihr mir anbieten, damit die Gabel eben besser wird. Ich will mehr Komfort, haben wir eine Lösung dafür. Ich bin ein sehr schneller Fahrer, will mehr Gegendruck, haben wir eine Lösung dafür. Oder eben, ich sage dann, ich will einen Ticken mehr investieren und will dann wirklich meine Gabel auf den aktuellen Stand bringen. Und das funktioniert dann durch einen Teiletausch. Teiletausch sieht dann so aus, dass ich diese CSU, das heißt Crown Steerer Upper, also das ist dieses Teil, das ist der englische Begriff für dieses gesamte Teil, das muss ich dann auch austauschen und einher geht es dann auch mit einem Tausch des Luftkolbens. Die beiden Parts gebe ich dann in quasi älteres Chassis rein und dann habe ich genau die gleichen Benefits, als wie jetzt im 2018er 36 bietet. Durch das, dass aber die Luftfeder komplett neu ausgelegt wird, muss man auch die Dämpfung komplett neu auslegen und das geht dann ebenfalls mit dem einher. Da gibt es einen schönen Paketpreis, das wird ein sehr, sehr vernünftiger, sehr, sehr vernünftiges Geld dann zu haben sein, im Vergleich eben zu 1300, 1400, was dann eine neue Gabel kostet. Wenn jemand sagt, das will ich aber nicht, ich will aber eben mehr Komfort haben oder mehr Gegendruck, das können wir genauso realisieren. Und da kommt dann ein sehr, sehr kleiner Aufpreis auf euch zu. Wir reden dann zwischen 25 und 30 Euro circa, plus die Servicekosten. Also ihr könnt dann wirklich für einen Bruchteil ordentlichen Benefit eben für euch kreieren, wenn ihr sagt, ich bin aktuell nicht zu 100% mit meiner Gabel zufrieden. Was ist der Riesenvorteil von dem Ganzen? Die Garantie, also die Gewährleistung vor allem, bleibt erhalten. Es wird alles mit Original-Fox-Teilen gemacht. Von dem her habt ihr überhaupt keine Sorge, dass das Ganze eben aus der Garantie bzw. aus der Gewährleistung rausfällt. Also ihr seht, es gibt sehr, sehr viel Neues bei uns hier am Fox-Stand und ich hoffe, ich habe euren Nerv getroffen mit dem, was ich euch vorgestellt habe. Danke fürs Vorbeikommen und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr.